Vielen Dank, dass Sie trotz dieser widrigen Umstände heute hier auf den sowjetischen Garnisonsfriedhof gekommen sind. Und auch, wenn wir alle die geltenden Abstandsregeln beachten müssen, so ist es doch ein starkes Zeichen, dass wir hier zusammenstehen. Zusammen, um an das Ende des Zweiten Weltkrieges zu erinnern. Wir verneigen uns vor den Opfern dieses furchtbaren Zweiten Weltkrieges, vor den Angehörigen der Roten Armee, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Und wir benennen ganz deutlich und ohne irgendetwas zu beschönigen, die deutsche Schuld am Holocaust, an der Shoah und an den vielen Millionen unschuldigen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben genommen worden ist. Unsere Erinnerung und das Gedenken an die Ereignisse vor 75 Jahren verpflichtet uns auch, entschieden für Frieden, für Freiheit und Demokratie einzutreten. Unsere Verantwortung besteht darin, immer wieder die geschichtlichen Wahrheiten auszusprechen, denen, die sie beschönigen wollen oder die Geschichte gar umschreiben wollen, entgegenzutreten und aus der Geschichte zu lernen. Wir leben heute in Freundschaft mit unseren Nachbarn und ehemaligen Kriegsgegnern. Diese Freundschaft müssen wir pflegen. Krieg ist von Menschen gemacht. Und deswegen kann Krieg auch nur von Menschen verhindert werden.